Geo Arcadia. Ist der Versuch, die letzten großen Rätsel der Vergangenheit zu lösen oder für zukünftige Generationen zu bewahren? Der kollektive Glaube, dass unsere Vergangenheit zu 99% geklärt sei, entspricht nicht der Wahrheit. Sonst wäre dieser Kanal nicht möglich. Diese Kosmologie basiert auf drei fundamentalen Säulen. Ist die große Pyramide ein ägyptisches Grabmal oder ein astronomischer Tempel? Die Ägyptologen glauben, es sei das Grabmal von Cheops. Darum wird sie auch weltweit als die Cheops-Pyramide bezeichnet. Aber die Messdaten beweisen den Tempel. Die zweite Säule ist das Alter des Sphinx. Der Konsens glaubt, er wäre im Zeitraum von Khafre entstanden. Geologen kontern mit der Regenwassererosion und datieren ihn ans Ende der Eiszeit. Und das bestimmt nicht wegen Sensationshascherei. Denn am Ende der Eiszeit gab es massive Flutungen im Niltal. Solange keine Fakten existieren, die gegen einen 10.000 Jahre alten Sphinx sprechen, halte ich an diese Hypothese fest. Und hier kommen wir zur dritten Säule. War der Klimawandel aus der Eiszeit langsam und normal? Oder war es eine Katastrophe, so wie es unsere Vorfahren berichten? Die Zerstörung der Welt durch Feuer und Wasser. Und unsere Wissenschaftler finden Hinweise auf diesen Mythos. ELE bedeutet Extinction Level Event. Auf Deutsch gesagt, Massenaussterben. Falls ihr mit einer dieser Säulen ein Problem habt oder Fakten existieren, was das gesamte Konstrukt zum Einsturz bringen kann, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten klickt auf Abonnieren. Fassen wir zusammen. Die Erbauer von Göbekli Tepe hatten mehr Fähigkeiten, als wir anfangs dachten. Man entwickelt keinen Ackerbau mitten in einem Klimawandel, sondern fertig entwickeltes Wissen wurde ins nächste Zeitalter übertragen. Vor dieser Entdeckung wurde jeder als Pseudowissenschaftler abgestempelt, der in diese Richtung spekulierte. Heute ist dieser Paradigmenwechsel akademischer Konsens. Der Sphinx wird von den Arabern als Vater des Terrors bezeichnet, weil er eine Epoche markiert, als sich das Klima zu schnell veränderte. Eine astronomische Warnung in Stein. Das könnte auch das Rätsel erklären, warum die Erbauer von Göbekli Tepe die Anlage gleich nach der Errichtung wieder mit Erde versiegelten. Durch diese unerklärliche Aktion können wir heute, 12.000 Jahre später, die Anlage im Originalzustand erforschen, während der freiliegende Sphinx über die Jahrtausende repariert werden musste. Die große Pyramide ist ein geodätisches Abbild der oberen vier Quadranten der Erdkugel. Darum wird auch von den vier Ecken der Welt gesprochen, obwohl der Erdkreis keine Ecken besitzt. Hier ist der große Denkfehler der flache Erde-Anhänger, die in solchen Beschreibungen unserer Vorfahren einen Beweis für die Erdscheibe sehen. In Wahrheit beschreiben sie ein geozentrisches Weltbild. Ein Überbleibsel dieser antiken Vorstellung ist unser flaches 12-Stunden-Uhrwerk, was ebenfalls ein Abbild der oberen Hemisphäre der Erde darstellt. Und zwischen den Pranken des nach Osten ausgerichteten Sphinx existiert ein Feueraltar, der symbolisch ebenfalls die vier Ecken der Welt darstellt. In Video 009 gehe ich mehr auf diese Thematik ein. Hier an dieser Stelle vielen Dank an meine Follower. Und ein zweites Dankeschön für das Vertrauen. In Zeiten der YouTube-Universität ist das nicht selbstverständlich. Dieser Punkt im Zeitstrahl markiert den Konsensradius. Ein moderner Archäologe sagt, es sei Zeitverschwendung, weiter als 7000 Jahre zurückzublicken bezüglich Hochkulturen. Aber unsere kollektive Geschichte ist niemals Zeitverschwendung.